So, servus Leute. Jetzt kommt der absolute Ober. Irgendwas steht mit dem Blitz nicht. Bums, Kick des Jahres in Sachen Steuergeräte. Und zwar folgendes. Der Blitz geht nicht. Pass auf, ihr kennt alle einen BMW 1/14i. Das ist jetzt nur für die BMW-Jungs. Es geht nur für die BMW-Jungs. Aber die BMW-Jungs, ich habe was für die. Und wer das nicht macht, ja, der ist blöd. Schatz, guck doch mal bitte. Ich bin normalerweise etwas diplomatisch und etwas höflicher, aber der das nicht macht, der ist einfach blöd. Tut leid. So, du hast ein 1/14i, F20er Serie, ja? Hast 102 PS und denkst dir jeden Morgen aufs neue Scheiße, ist das Ding langsam. Ganz genau. Ich hab was für dich. Und zwar, nur mit Schoffwehr. Nur mit Schoffwehr kommst du oft. Nochmal für euch, die auch, die jetzt denken, ich will auch einen BMW F20 mir holen, weil 1/14i nämlich nicht wenig kostet. Nur mit Schoffwehr von 102 PS auf 210! 180 Newtonmeter Serie auf 280 ich sag's jetzt heute mal, verfickte Newtonmeter. Ja, und das Ganze kostet dich 850 Euro. So, wer das nicht macht und aus seinem 1/14i einfach mal 210 PS rausholt, das könnte mir dann in BMW-Formel, wäre es ja dann ein 1,20i. 1,22,5i zum Beispiel. Auf jeden Fall, jetzt denkt ihr euch, ja, Jean-Pierre, ist alles klar. So, wir messen den jetzt einmal Serie. Ich habe hier wieder unsere schicke Box. Sekunde. So, wir messen jetzt einmal vorher, nachher. Seid ihr bereit? Ich glaube schon. So, ich mache das Ding erstmal an. So, was machen wir denn hier? 200 schafft er jetzt nicht, aber nachher schafft er es. Wir machen 100, 150. 1,20i ist ja, ne, 1,20 sage ich. Ein 1er ist ja an sich wirklich, wirklich geiles Auto. Da passt alles. Das ist wirklich, wirklich cool. Aber mit dem Motor ist es gar kein BMW. Kannst du eigentlich eher Lada dran schreiben. Und falls ihr euch wundert, warum so still neben mir ist, das ist nicht Jonas. Jonas ist nämlich immer noch krank. Es ist derselbe Tag wie letztens. Seht ihr hier gleich Klamotten, alles gleich. Er kriegt richtig Einblicke ins Unternehmen. Sag mal hallo, Moppel. Hallo. Hast du Hunger? Nee, gerade nicht. Jetzt hast du wieder zugenommen. Jetzt hast du ein bisschen abgenommen, finde ich. Ja, wieder zugenommen. Ein bisschen. Zwei Tage nur gelegen und gegessen. Aber wenn du in die Kurve fährst mit dem Dicken, weißt du, hast du Angst, dass die Sitze gleich rausreißen. Hebt auf jeden Fall nicht ab, die Seite hier. Nee, auf gar keinen Fall. So, wir beschleunigen mal. Alter. Alter Schwede. Boah. Aber wir machen 100, 150. Weniger geht nicht. Schaffen wir auf dem Stück, glaube ich nicht. Alter. Das ist ja wohl ein Scherz jetzt. Kommt schon. Wir sind immer noch in derselben Messung. verdammte Sekunden. Ja, nochmal, würde ich auch vorschlagen. Mit allem Backup, was jetzt geht. Weil das ist zu peinlich für BMW, da habe ich keinen Ärger von denen. Und wer sich hier auf den Chip genommen? Komm jetzt. So, mit allem, was geht bergab, was das schon bringt? 16,2 Sekunden. Du Raser. Aber ey, das war jetzt bergab. Mehr bergab geht gar nicht mehr. Also das ist ja fast, quasi im freien Fall. Braucht ein BMW 1,20i 16,2 Sekunden. Da das sehr unfair war, machen wir mal lieber 18 raus, weil das war ganz schön bergab. Seht ihr mich noch? Sag mal, ohne Scheiß. Welcher 1,14i-Fahrer ist denn damit zufrieden? Tada. Ja, aber welcher 1,14i-Fahrer ist bitte hiermit zufrieden? Welcher 1,14i-Fahrer sagt bei der Profa, wo er ihn gekauft hat, oh, weißt du was? Nee, weißt du was, Gisela, den kaufe ich. Das ist so ein sportliches, flinkes Kfz, das kaufe ich doch. Spritzig. Spritzig ist der. Guck mal so. Hör mal. Und es ist ja sogar ein 1,6er Turbomotor. 1,6er Turbomotor. Das ist doch geil eigentlich. Mach mal gleich Klimaanlage aus. Vielleicht sind wir am schnellsten. Stimmt. Komm, gib mir mal alles an Leistung. Ich meine, guck mal, wenn du nur 102 PS hast, eine Klimaanlage raubt schon echte 4, 5 PS. Das ist schon was. Du bist schon unter 100. Nur mit Klimatisation hier. Oh, Sporttaste können wir auch noch drücken. Jetzt machen wir unter 10 Sekunden. Ja, mindestens unter 10. Ist nicht schlimm, wenn ihr fahrt, wenn grün ist. Beim nächsten Mal ist das besser. Heute, ich habe heute eh sehr schlechte Laune. Ich habe heute richtig schlechte Laune, ne Fabian? Es geht noch. Findest du? Gab schon schlimmere Tage. Ehrlich? Ja. Wann denn? Weiß ich nicht, habe ich verdrängt. Möchte nicht mehr drüber reden. Hm. Aber wirklich für all die Leute, die denken, boah, bei JP arbeiten ist geil. Sag mal was dazu, Fabian. Es ist ganz toll. Bei JP Performance zu arbeiten ist ein Traum. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Na gut.
noch mehr. Die Arbeitsbedingungen sind prima. Der Chef ist jederzeit ziemlich tiefenentspannt. Er kommt morgens rein mit einem freundlichen Hallo, Herr Kubik, wie haben Sie geschlafen? Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, und dann geht's den ganzen Tag so weiter. Dann wird man in den Arm genommen, gedrückt. Dann kriegt man mittags was zu essen und zu trinken, manchmal auch Nachtisch. Zum Feierabend hin gibt es dann meistens noch ein Leckerli, einen schönen Gruß mit auf den Weg. So ist der Alltag bei JP Performance. Hier macht Arbeiten Spaß. Hey, hat man den Daumen gesehen, den ich jetzt gemacht habe? Nee, ne? Den würde man dir auch, glaube ich, nicht abnehmen, den Daumen. Den Rest ja. Ey, voller Euphorie. Ja, geht kaum geiler. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Wirklich, wenn ihr euren Traumjob sucht, sucht den woanders. Gott sei Dank ist jetzt ein Kunde. Ist einfach langsam. Wir einigen uns drauf, wirklich messen mit dem Eimer ist überflüssig. Auf jeden Fall kommt jetzt die Software und dann werden wir 210 PS ungefähr haben und um die 290 Newtonmeter, um die 300 tickt er nicht an. Sowas in dem Bereich wird sich bewegen. Bis gleich, tschüss. So, Sekunde, ist ein bisschen laut hier. Ey. Also jetzt ohne Kack. Wir haben schon ein paar gemacht, aber wenn man sich wirklich ganz bewusst mal mit beschäftigt, aus dem 1.14i wird quasi ein 1.18i, ein 1.18i mit Software. Ja, wir sind jetzt bei 209 PS ungefähr und knapp unter 300 Newtonmeter. Wir waren an dieselbe Stelle wie gerade, wo wir gemessen haben, die Zeit. Ich weiß nicht, was genau kommt, weil wir haben noch keine Zeiten gemessen. Aber ich sag euch, das fährt sich jetzt wie, also pass auf, der 1.14i fährt einfach scheiße. Aber um es zu erklären, der fährt wie ein Ab. Ne, ob du Gas gibst oder also ob du Teilgas oder Teillast gibst oder Volllast gibst, ist quasi dem Auto egal. Es ist immer die gleiche Rotze, das fährt nur. Jetzt fährt es wie ein GT. Du spürst quasi Ladedruck. Du hörst quasi Ladedruck. Du nimmst wahr, was los ist. Wir gehen jetzt wieder in den vierten Gang. Merkst du das, wenn du Gas gibst, was da schon. Das ist jetzt schon ganz anders. Eigentlich assi vom BMW, dass die Leute so veräppeln. Das ist der gleiche Motor. Auch wenn ihr sagt, ja, aber jetzt geht ja mehr kaputt. Das ist Quatsch. Die bauen den gleichen Motor rein. So, wir gehen jetzt Vollgas. Krass. Ist wie ein Serien-GT. So, 100, 110, 120. Oh, jetzt merkst du ganz deutlich. 130. Hammer, ne? 40. 50, 10, 11 Sekunden glatt. 11 Sekunden glatt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ich meine, doppelte Leistung. Fahrzeuggewicht bleibt aber gleich. Bevor aus dem Häuschen, Alter. Das ist mega. Hol dir auch so ein Ding. Für das Geld, was du dann rauskriegst, du kaufst ein 1.14i und kriegst dann mehr als ein 1.18. So, nochmal. Der adaptiert auch noch das Steuergewicht. Das heißt, das Steuergewicht eignet sich immer schneller. 9,22. Das war jetzt auch ein bisschen bergab. Weißt du, machen jetzt gleich hier voll bergauf. Die Auffahrt hoch. Ja. So. Die Auffahrt hoch machen wir. Meine Fresse, mach das! Teilt das Video, weil. Bin ich weggebrannt gerade? Ich mach mal hier so ein bisschen weniger Sonne rein. So, könnt ihr mich jetzt sehen? Ja, ne? Überhaupt noch mal einen Sonnentag zu haben um die Jahreszeit, ne? Scheiße. Um die Uhrzeit, um die Jahreszeit. Wir müssen mal in Pause machen. Warte mal. Ich bin gleich wieder da. Hol dir mal ein bisschen Farbe ins Gesicht. Du bist ganz blass geworden letzten Tage. Ey. Sagst du, wenn grün ist? Man hört den Turbo da jetzt auch viel mehr. Ganz ehrlich, ich liebe Tuning. Ich liebe sowas. Wie geil. Für das Geld. BMW verlangt dich dumm und dämlich viereckig für ein 1.18i im Vergleich zum 1.14i. So. Und dann gibt's dir nochmal einen oben drauf, was ja in dem Preis dabei ist. Oh, ich sag's dir, das ist krass, Alter. Das ist so krass. Crash. Mit der Software. Das ist was? Software. Was? Software. Ah, das Software. Ja. Das mit deinem Schaffwehr. Schaffwehr. Jetzt gucken wir mal, was er jetzt schafft. Und zwar fahren wir jetzt wirklich Assi, so eine richtige Assi-Autobahnauffahrt drauf. Jetzt brennen wir aber weg hier, Alter. Schon wieder. Andere ändert, Fahrtrichtung. Ändert sich sofort. Also mehr bergauf gibt es, glaube ich, nicht. Boah, jetzt aber richtig Licht hier, Alter. Wir geben Vollgas. Und. Wenn er jetzt unter 14, unter 13 bleibt, ist er schon Weltrekord. 13,1. Voll bergauf. Ja, nur vorhin 23, glaube ich, ne? Ey. 10 Sekunden. So, ich melde mich jetzt hier ab. Boah, jetzt. Hallo. Hallo, tschüss. Auf jeden Fall,
eine der geilsten Steuergeräte, die es gibt. Es ist quasi ein Geschenk Gottes. Tschüss, peace. Bei JP Performance zu arbeiten ist ein Traum. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Hier macht Arbeiten Spaß. Hey!